Wir sind wieder vollständig. Wir sind gestern zu Sarahs Eltern gefahren, um uns mit den Kindern zu treffen. Und fahren heute Abend weiter erst nach Bayern und dann übermorgen nach Italien. Voll schön, die beiden wiederzusehen. Was hast du? Du musst jetzt sagen, was du da hast. Eine Knallerbse. Na los, dann zeig her. Da und. Damit, dass wenn wir auf der anderen Seite vom Tunnel sind, dass wir dann in Italien sind. Yeah! Voll schön die Berge. Riesengroß. Ist auch witzig, dass überall so vereinzelt Häuser sind. Ja? Überall in den Bergen drinnen sind so kleine Häuser, völlig versprengt. Dann liegt überall so ein bisschen Nebel drauf, die Wolken ziehen durch die Berge. Ah, ist schon schön. Stunden gefahren und müssen noch zweieinhalb Stunden noch und dann sind wir da. Aber wir sind ein bisschen früher losgefahren, deswegen werden wir wahrscheinlich auch schon gegen um 10 da sein. Jawohl, wir machen jetzt Pause. Also nicht um 10, sondern eher so halb 11. Was trotzdem besser ist, weil unser ursprünglicher Plan war, wir wären natürlich noch um 12 und um 1 da gewesen. Ich wäre aber lieber später losgefahren, glaube ich. Und jetzt waren die Kinder die ganze Zeit wach. Aber jetzt schlafen sie. Sehe ich noch nicht. Schlaft ihr jetzt? Auto ausgeräumt, dann gehen wir nach oben und dann gehen wir noch Frühstück gehen oder einkaufen, weil wir haben hier nichts zum Essen. Darum holen wir jetzt Frühstück und dann wir gehen essen. Guten Morgen. Wir sind gestern Nacht angekommen und gestern Abend haben wir es dann irgendwie nicht mehr geschafft zu filmen. Es ist einfach zu spät, weil die Kinder sind nicht so richtig eingeschlafen. Ich habe Schnupfen und Magnus auch, Martha auch, alle haben Schnupfen. Aber wir sind da. So, jetzt zeige ich euch kurz, wie es hier aussieht. Das ist unsere Küche. Da. Mami. Und das ist unser Schlafzimmer. Hier schlafen Sarah und ich. Das ist unser Flur. Das ist ein Zimmer, von dem wir nicht wissen, wofür es da ist. Unser Bad. Ich muss auf Toilette. Schön, Toilette.
Und das ist das Zimmer, wo die Kinder schlafen. Wir haben es geschafft, wir haben ausgepackt. Und jetzt haben wir, ich habe im Übrigen einen riesengroßen Unfall gehabt. Ich bin gegen eine Laterne gefahren. Alles ausgepackt, Kinder sitzen im Auto. Wir fahren los fürs Frühstücken. Wir sind jetzt erstmal vom Strand zurückgefahren, weil wir nämlich nicht wollten, dass wir am ersten Tag gleich alle einen Sonnenbrand kriegen. Und waren noch einkaufen. Jetzt gibt es erstmal Nudeln. Es gibt voll die schönen Nudeln. Guck mal. Zumindest. Sie sehen aus wie so kleine Bonbons. Karamell Fata Amano con Ricotta e Spinazzi. Und hier gibt es voll geile. Guck mal, das sind schöne Tomaten, oder? Und sogar hier schmeckt einfach alles besser. Hier schmeckt alles besser. Aber cool ist den Leuten, denen das Haus gehört, die haben hinten haben den Birnbaum. Und die war jetzt knüppelhart. Aber ich hatte vorhin eine, die war ganz weich, die war so lecker. Wir machen jetzt eine Pause. Was machen wir eigentlich dann? Dann machen wir noch mehr Pause. Und dann? Noch mehr Probleme. Ne, wir wollen nachher nochmal an den Strand gehen, aber wenn es ein bisschen später ist, nicht mehr ganz so heiß. Dann ist erstmal Siesta. Und kochen. Bei uns ist die Siesta gerade vorbei. Und wir haben überlegt, wie man die Kinder ein bisschen beschäftigen kann. Und Sarah ist auf eine ganz tolle Idee gekommen. Die Kinder haben jeder einen schönen eigenen Swimmingpool bekommen. Hast du ins Schwab kommen? Nee, soll ich mal gucken, wo ist? Ja. Wir mussten jetzt mal kurz anhalten, weil das sieht so schön aus. Wir sind ja relativ gerade erst angekommen, also gestern Nacht. Und heute Morgen waren wir an so einem Strand, der war schön. Ein bisschen voll, aber wirklich schön. Wir sind noch ein bisschen, wir haben noch einen kleinen Jetlag. Jetzt haben wir Mittagsschlaf gemacht und auf unserem Balkon geplanscht in Pfannen und Töpfen und fahren dann noch an einen anderen Strand, der auch recht nah ist. Also das ist der zweitnächste Strand. Wie das hier heißt. Wer sagst du, wie das heißt? Moneglia, es ist auf jeden Fall das mit den zwei Burgen. Da ist eine, die andere ist an den Burgen. Genau, also hier gibt es zwei Burgen. Es gibt da eine Burg, da und da. Und der Strand ist echt schön, weil er nicht so kiesig ist. Außerdem haben die da hinter uns haben die so eine Dings errichtet, so eine Wellenbrecher, damit es diesen ganzen Sandstrand nicht wegschwült. Eins der Nachteile ist, wir sind fast 40 Minuten durch so eine Terra Serpentinbahn gefahren. Und irgendwie war uns hinterher allen schlecht.